Hallo zusammen, Meier 3007 hier. Ich habe heute die Krimi-Neuerscheinungen für den Juni für euch vorbereitet. 13 Krimis habe ich mir rausgeschrieben, die erscheinen. Los geht's mit Eine Seefahrt, die ist tödlich von Rüdiger Geis. Das ist ein Kroatien-Krimi, der am 1. Juni 2016 im Short Verlag erscheinen wird. Das Ganze hat 202 Seiten und kostet 12,80 Euro. Ich werde es mir mal näher anschauen. Dann erscheint am 6.06.2016 Harte Hunde von Harry Krämer. Das Buch hat 272 Seiten und wird im Graf Verlag für 14,99 € erscheinen. Das Ganze soll in Bayern spielen, so wie ich das mitbekommen habe. Dann am 10. Juni 2016 erscheint von Karin Brunner Weinende Wasser. Das Buch hat 544 Seiten und wird für 9,99 € im Bostel-Lübbe Verlag erscheinen. Und das ist ein Südafrika-Krimi, den ich mir auch mal näher anschauen möchte. Dann erscheint Trübe Aussichten von Francesco Guccini und Loriano Machiavelli am 13. Juni. Das Ganze hat 320 Seiten, erscheint im BTB Verlag für 9,99 €. Ein Krimi aus Italien. Auch den werde ich mir vielleicht mal näher anschauen. Dann bleiben wir gleich beim 13. Juni. Denn dort erscheint nämlich auch Portugiesisches Erbe, ein Lissabon-Krimi von Luis Celano. Das Ganze hat 368 Seiten und wird für 14,99 € im Heine Verlag erscheinen. Alle Bücher natürlich wie immer in der Infobox dann verlinkt. Dann erscheint am 13.06. René Volk, Tod im Heidemoor. Verlag konnte ich da jetzt nicht rausfinden. Das Ganze hat 234 Seiten und wird 8 Euro kosten. Am 17. Juni erscheint Lissi und die schweren Jungs von Anja Marschall. Ein Krimi rund um den Kiez, wie ich das verstanden habe. Es hat dann 304 Seiten und wird für 9,99 € im Aufbautaschenbuchverlag erscheinen. Ebenfalls am 17. Juni erscheint Der Kommissar und der Mörder vom Cap de la Hague, oder Hague, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, von Maria Dries. Das Ganze hat 352 Seiten, erscheint im Aufbautaschenbuchverlag für 9,99 €. Es ist ein Krimi aus der Normandie, den ich mir zulegen möchte. Und dann am 23. Juni erscheinen einige tolle Bücher im Emons Verlag. Nämlich Gamsfort-Massaker von Claudia Blasel. Das Ganze hat 272 Seiten und kostet 11,90 €. Dann Steckerfisch von Lisa Graf Riemann mit 336 Seiten, kostet auch 11,90 €. Das ist auch eines der Bücher, die ich mir auf jeden Fall kaufen möchte. Dann haben wir Tod am Bärensee von Martina Fies. 23. Juni ebenfalls. Hat 224 Seiten und kostet 10,90 €. Kratzer von Ina May. Ein Allgäu-Krimi aus dem Emons Verlag hat 288 Seiten und wird 11,90 € kosten. Und last but not least, Apostelwasser von Regina Ramstetter. Der dritte Fall aus der Passau-Krimi-Reihe der Autorin. Hat 336 Seiten und wird 11,90 € kosten. Werde ich mir persönlich aber nicht holen, da mich die Bücher von Frau Ramstetter bisher nicht wirklich begeistern konnten, muss ich zugeben. Ist denn da für euch ein Buch dabei? Wenn ja, könnt ihr mir das ja gerne in die Kommentare schreiben. Das soll es jetzt mit diesem Video gewesen sein, aber bleibt dran, es geht gleich mit den Videos weiter. Meier 3007.